willkommen zu einem neuen Yu-Gi-Oh!-Karten-Opening hier bei Gate to the Games. Und heute schauen wir uns zusammen das neue Structure Deck Power Code Link an. Wir sind zwar schon ein paar Tage über dem Release hinaus und stehen kurz vor dem neuen Set Shadows in Valhalla, aber ich denke, euch interessiert das neue Structure Deck trotzdem, da wir natürlich hier auch wieder ein bisschen Link-Support, Cyber-Support und so weiter bekommen, ein paar nette Reprints, die man immer mitnehmen kann. Und ja, wir schauen einfach mal rein, was Konami in dieses Structure Deck reingepackt hat. Diesmal ist natürlich mal wieder ein neuer Dekodier-Sprecher sozusagen dabei, also ein neues Codier-Monster. Und ich reiß das jetzt einfach mal hier auf, weil man das sonst so schlecht rausbekommt hier unten. Wir dürften eigentlich wieder zwei Ultras drin haben und drei Super Rares. Vorerst schauen wir uns natürlich wie immer die Matte zum Structure Deck an, die Papierspielmatte. Wenn ihr erst ins Spiel einsteigt, ist das immer trotzdem eine gute Sache, dass ihr einfach die Zonen habt zum Spielen. Und theoretisch können wir die eigentlich fürs Opening gleich drunter lassen. Ihr bekommt dann natürlich auch wie immer noch die Einsteigeranleitung dazu. Und wir sehen schon das Deck mit diesmal dem Kraft-Codier-Sprecher vorne drauf. Und dann schauen wir uns das mal an. Kraft-Codier-Sprecher also, Link 3 Monster mit den obligatorischen 2300 Angriffspunkten. Braucht 3 Monster, keine Einschränkung, also ob Effektmonster oder nicht. Einmal pro Spielzug, du kannst ein offenes Monster auf dem Spielfeld wählen, annulliere bis zum Ende des Spielzugs die Effekte des gewählten Ziels. Einmal pro Spielzug, falls diese Karte gegen ein Monster deines Gegners kämpft, während der Schadensberechnung Schnelleffekt, du kannst ein Monster, auf das diese Karte zeigt, als Tribut anbieten. Die ATK dieser Karte werden nur während der Schadensberechnung gleich dem Doppelten ihrer Grund-ATK. Also, im Cybers lässt sich die auf jeden Fall sehr gut spielen, kann ich mir vorstellen. Die nächste Ultra, die wir dabei haben, ist der Segmentdrache. Ein 7-stufiges Effektmonster vom Typ Cybers. Licht, du kannst diese Karte als Normalbeschwörung beschwören setzen, ohne Tribut anzubieten, aber ihre Grund-ATK werden halbiert. Einmal pro Spielzug, falls diese Karte als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt, Karte auf dem Spielfeld liegt. Du kannst diese geoffene Karte zerstören und falls du dies tust, zerstöre alle Monster in den Main-Monster-Zonen, deren ATK klein oder gleich in ATK sind, die diese Karte auf diesem Spielfeld hatte. Sehr interessant, werden wir sehen, wo wir den noch sehen können, aber auf jeden Fall ein richtig cooles Artwork. Ist ja auch vorne mit auf dem Deck drauf. Dann haben wir den Meeresarchivar. Die Karte finde ich ehrlich gesagt echt cool. Ist vom Typ Cybers Wasser sozusagen, 3 Stufen. Und falls ein Monster als normale Spezialbeschwörung eine Zone beschworen wird, auf die ein Link-Monster zeigt, kann man die Karte als Spezialbeschwörung vom Friedhof, falls sie dort lag, oder aus der Hand beschwören und verbannt sie, wenn sie das Spielfeld verlässt. Kann man sicherlich richtig coole Kombos machen, wie der Cybers Monster, aber ich glaube, die wird auf jeden Fall in manchen Decks Platz finden. Kann ich mir vorstellen. Weiter geht's mit dem Flammenbuffalo, eine Art ja, Hund, würde ich sagen. Falls diese offene Karte das Spielfeld verlässt, du kannst ein Servicemonster abwerfen und falls du dies tust, ziehe 2 Karten. Und dann noch die letzte Super Rare mit dem Debug-Käfer. Auch eine coole Karte, denn die sucht uns, wenn sie normal durch Spezialbeschwörung wird, ein Servicemonster Stufe 3 oder niedriger vom Deck. Können wir einfach auf die Hand nehmen. Dann geht's weiter mit der Dateneiche. Sehr, sehr cooles Artwork hier. Ein USB-Stick mit einer Eichel hinten dran. Müllsammler, wir haben Anti-Alien, Sturmcypher, Cybers-Apparat, Juragedo, schöner Common Reprint, Mecha Phantomungeheuer Leinenwolf, auch lange nicht gesehen, wiedergeborener Tengu, den haben wir gleich zweimal drin. Und warum haben wir den zweimal drin? Falls dieser auf einer Karte das Spielfeld verlässt, beschwört man einen wiedergeborenen Tengu als Spezialbeschwörung vom Deck. Also erinnert ein bisschen an unseren Peten, deswegen ist er auch zweimal drin. Schiedelmeister, Goblinburg, auch eine coole Karte, Phantom-Himmelsprenger, sehr schöner Reprint, war glaube ich erst im OTS-Pack drin und davor auch teuer gewesen in Secret Rare und so weiter, weil man ihn ja gut spielen kann, wegen den Spielmarken natürlich. Gennix verbündeter Vogelmensch, Effektverschleierin, immer cool, die mit dabei zu haben. Magischer Händler, kosmischer Kompass, hat man ganz gut damals in Cyberdrachen spielen können, mit Brilliant Fusion und so weiter und Maschinenduplizierung, aber aktuell braucht man ihn einfach nicht mehr durch den guten Support. Starterkommandant, das dürfte sein 4. oder 5. Print sein. Er hat es in jedes Deck geschafft und ich glaube einmal in Code of the Duelist. Silent Sturm bei einem Zaubergarten, nächtlicher Strahl, Angebote an die Verdammten, verbotener Kelch, immer cooles Staple, Sündenbock Classic, verräterische Schwerter, okay, sicherlich eine Karte, die man für ein Fun-Duell immer mal benutzen kann. Gedankengang, schöner Common Reprint.
Hatte ja auch noch kein Foilprint, nur ein Goldprint, glaube ich. Feuer des jüngsten Gerichts, einer für einen. Landformen, also schöne Staple-Karten drin. Paketlink, wilder Tornado, Fallengruben, Albtraum der Fallenstellerin. War auch damals ein Secret, glaube ich, in ihrem Set. Brennende Spiegelkraft, jetzt dürften wir alle Spiegelkräfte auf jeden Fall durchhaben. Aber schön, dass die jetzt auf jeden Fall komplementiert sind. Fallenbetäubung, sichere Zone, Ruf der Gejagten, Tollkönigier für extra Draw, Entlarven, schöne Konterfalle, theoretisch gegen Handtraps, bisschen langsam halt, weil es eine Falle ist. Und die Linkmonster, das erste neue Traffic Geist, drei Monster, hat aber schöne drei Pfeile, ist dann halt nur ein 1-8 ATK Monster, trotzdem ganz cool. Und der Lan Forinthus als Cybers Link 2 Monster, braucht auch nur zwei Monster. Und zeigt, wie die ganzen Missus-Strahler, Mr. Sternboy und so weiter. Nach links und rechts unten ist also eine generische Karte. Sehr, sehr cool. Kann man sicherlich auf jeden Fall verwenden. Und ja, die Erinnerung wie immer an Duel Links. Falls ihr es noch nicht ausgetestet habt, könnt ihr im App Store, im Google Play Store und auf Steam euch runterladen und loszocken. Ja, das war's auch schon wieder für dieses Structure Deck. Ich finde eigentlich, dass ein paar richtig coole Karten dabei sind. Die coolste Karte, finde ich, ist das Meeresarchivar. Also sollte man, denke ich, mal im Auge behalten. Kann man sicherlich ganz gut verwenden im ein oder anderen Deck. Theoretisch sogar bei Crusadia eine coole Karte, weil es einfach ein extra Special ist. Fällt mir gerade auf. Oder bei den Magnites wäre es auch möglich. Ist halt von der Stufe her jetzt nicht optimal, muss man sagen. Aber ja, das war's für dieses Structure Deck. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann beim Opening zu Shadows in Valhalla wieder. Bis dahin und bis zum nächsten Mal hier bei Gate to the Games. Haut rein und ciao.